Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute sind wir am Lumidose-Hafen und hier sind wir aus einem bestimmten Grund, weil hier nämlich der Weltauftrag zur versteckten Errungenschaft namens ein prognostiziertes Ende startet. Hilft dem Forschungsinstitut Fontaine wieder auf die Beine zu kommen. Zwingende Voraussetzung für den Weltauftrag, den ihr hier anfangen könnt. Das sind insgesamt zwei, also ein Weltauftrag und davon dann die Folge. Also es sind zwei Weltauftrag-Träge, die aufeinander aufbauen. Und um diese freizuschalten, müsst ihr einfach nur zum Lumidose-Hafen gehen, aber vorher müsst ihr die Chronik des Forschungsinstituts von Fontaine in Fontaine, also die Weltauftragsserie, die dreiteilige, abgeschlossen haben. Solltet ihr da irgendwo nicht weiterkommen oder nicht wissen, wie das funktioniert, kein Problem, ich habe Videos drüber. Einfach Bescheid geben in den Kommentaren, falls ihr nicht weiterkommen solltet, dann schicke ich euch die gerne durch oder einfach danach suchen. Und das Ganze startet bei Catherine, also Chronik des Forschungsinstituts Fontaine. Diese Weltauftragsserie startet bei Catherine Fontaine. Wenn ihr das komplett abgeschlossen habt, dann müsst ihr einfach nur zum Lumidose-Hafen gehen und dort war dann der Folgeauftrag auf euch. Der heißt dann ein vorhersehbarer Plan und die Folgequest heißt dann eine vorhersehbare Lüge. Wie gesagt, zu allen Quests habe ich auf jeden Fall Videos und letztendlich ist es dann so, hilft dem Forschungsinstitut Fontaine, wieder auf die Beine zu kommen, Fragezeichen, also so hinterfragt, ob man es wirklich geschafft hat, denen wieder auf die Beine zu helfen. Aber das interessiert uns nicht, uns interessiert die Errungenschaft natürlich am meisten und die hat man eben mit dem Abschluss aller Quests dann auch schon freigeschaltet. Und das war's, mehr müsst ihr nicht machen. Ich sage danke euch wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.